Hallo und herzlich willkommen zum zweiten nachkommentierten Part bei Bayernki Channel. Juhu, ich kommentiere das ja alles in einem Stück. Also quasi, würdet ihr mich jetzt quasi an einem Tag kommentiere ich alles nach. Ich könnte ja eigentlich jetzt auch schneiden und ich tue es jetzt auch mal besser. Ja, während ich die Audioaufnahme mache, genau, passt doch. Genau, ich schneide ein bisschen. Ja, warum? Ja, ich habe ja über mich erzählt ein bisschen, was ich jetzt vorhabe in den nächsten paar Wochen. Was ich jetzt noch vorhabe, ist jetzt erstmal Professor Layton? Nein, Professor Layton ist ja schon fertig geschnitten. Ein paar andere Parts fertig zu schneiden. Muss aber jetzt überlegen, welche. Boah. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal kurz die, ja, ich habe hier momentan durcheinander, tut mir leid. Ich bin ein bisschen am... Deswegen, ihr hört von mir auch einen alten Part jetzt von Professor Layton, weil ich Professor Layton noch was machen muss. Okay. Ja, weil ich würde die Punkte abchecken, ob ich die auch voll erreicht habe damals. Weil mir hat irgendeiner mal geschrieben, ich hätte sie nicht geschafft. Das ist ja das Schöne. Aber ich glaube, ich habe sie aber voll erreicht. Na, abwarten. Okay. Okay, ich war jetzt gerade auf dem Liegen. 13:40. Oh, erstmal. Ich muss noch ein bisschen löschen. Momentan ist meine Platte voll. Das ist ungewöhnlich kacke. Nein, du bleibst da. Ich habe ja Professor Layton, kann ich euch ja erzählen. Das habe ich in einem Tag durchgezockt. Ich bin ja beeindruckt, dass ich das in einem Tag geschafft habe. Wow, denke ich mir immer wieder, weil es so, aber im Endeffekt. Musste ich selber mal über mich überblicken. Ja, warum denn? Ja, ich habe mal Professor Layton an dem Tag. Müsst ihr euch so vorstellen. Ich habe den das am Tag, habe ich das zwar gezockt, aber wie lange? Es war richtig heavy, heavy. Jo, also, ich habe so in etwa, boah, wie lange habe ich das so gebraucht? Ziemlich lange, aber ich hab's damals an dem Tag gezockt, also da hatte ich auch kaum, hatte ich Langeweile, muss ich zu. So, aber ich hab zu mir gesagt, das machst du jetzt auf einmal. Und das war auch ziemlich schnell. Also ich hab, obwohl wir hier knapp um die 40 waren, habe ich es durchbekommen. Ja, man muss ja auch so rechnen. Ich hatte ja auch einige Parts mit 10 Minuten und einige waren auch länger, ne? Das müssen wir auch zusehen. Und das ist ja das Schöne daran, ne? Ja, ich hatte auch, ich stehe gerade bei meinem Part, ich habe auch viel experimentiert in diesem Part, aber ich habe es auch gut durchbekommen. Das, an diesem Part, an diesem Level ist ja auch das Schwere, also an dieser Welt ist ja das Schwere, die Vielzahl der Level, es waren ja im Endeffekt fast so viele Level wie im Eislevel, aber diese Level, die waren ja auch hochkompliziert und schwer. So, und ich habe ja auch, glaube ich, ein Level übersprungen, weil mir das in einem Phase zu Langeweile wurde, weil mich ständig zu wiederholen habe ich keine Lust. Und dann habe ich dann einfach mal auf, habe ich dann die Wolke gesetzt und dann habe ich dann natürlich das Level übersprungen. Jo, Schluck doch mal trinken. Naja, das Wetter ist ja auch zurzeit ein bisschen schlimm momentan in Deutschland. Ja, kann man sich ja ärgern. Ja. Ich kommentiere das ja nach, obwohl ich das schon fertig habe, das Projekt. Könnte man sagen, natürlich nicht. Wir haben ja jetzt, ich habe es ja mit Oktober angefangen. Ich kommentiere das ja an einem November.
ne? Und ich musste sagen, ich kommentiere, ihr hört das jetzt, hört ihr das wahrscheinlich schon im Dezember, aber ich kommentiere das gerade in November. Ihr könnt euch vorstellen, warum ich das so schnell wieder wiederholt habe. Nein, ich habe schnell fertig gekriegt. Ja, ich bin, ich habe ja Projekte angesetzt, die manchmal massig gehen. Manche Projekte sind aber auch schnell wieder fertig, ne? Wie zum Beispiel Kirby und das magische Garn. Das ist das nächste Projekt von denen. So. Und Banjo-Kazooie. Und ich habe das schon November Ende gespielt. Ja. Ich war im November schon fertig mit. Ich habe auch, ja gut, ich habe Legend of Zelda Ocarina of Time, kann ich euch so erzählen, habe ich, Anfang Oktober, habe ich die ersten 40 Parts, gezockt, und die anderen restlichen Parts, die habe ich dann in der Phase zwischen den Oktober-Herbstferien und den November zu Ende gespielt. Ich habe, ihr hattet gerade schön die Qual, Qual könnte man sagen, ne? Ich kommentiere das ja in der November, das was ich jetzt sage, und das ist schnell, muss ich sagen, ne? Ich habe ganz ehrlich mitgerechnet mit 80 Parts, mit 100 Parts, aber es ist das ein bisschen weniger als 100 Parts, und war gut, aber ich musste immer sagen, ich bin kein ja, ist das kein Zelda-Spieler? War schon selten nicht, aber ich wollte es euch mal let's playen. Skyward Sword habe ich ja jetzt. Und ist brillant. Gut, geiles Spiel für Wii-Verhältnisse. Obwohl die Grafik. Da munkeln wieder welche oder sind welche wieder traurig, weil das wieder an die Cartoon-Grafik geht. Aber ich bin mal ganz ehrlich, so wieder Terry zu sehen. Weißt du, von Wind Waker, und ich sage ja immer wieder, Wind Waker ist für mich neben Zelda Ocarina of Time ein geiles Stück Software und ein geiles Game. Und es macht auch Spaß, das so zu sehen, weil Wind Waker ist ja wieder was ganz anderes. Es zählt zwar fast dieselbe Geschichte und dieselbe Gegner, aber es gibt also selber Endgegner, aber es macht einfach Spaß, das immer wieder zu zocken. Und ich finde auch, was ich an Wind Waker immer, das habe ich auch irgendwo erzählt, irgendein Part habe ich erzählt, ich finde immer an Wind Waker ist das geil, ist zwar, die Seefahrt ist zwar scheiße lang, so, aber Wind Waker zeichnet nicht sich aus durch das Fahren, es ist einfach eine neue Geschichte wird gebaut um Zelda, und das ist das Faszinierende an Wind Waker. Und was ich auch ziemlich geil finde an Wind Waker sind auch die Melodien, weil, also gut, Melodien sind es nicht, es sind die Soundtracks. Zum Beispiel der Tempel von, der C4 Tempel, genau, es ist der C4 Tempel, wo Zelda, wo Link das erste Mal da ist, es ist einfach eine geile Melodie. Weißt du, wenn er spielt sie gerade, und dann kommt einfach eine geile Hintergrundsound und dann da freust du dich, ja, schön, denkst du erstmal, fuck, aber ey, das ist geil einfach, ne, momentan muss man echt sagen, da sind auch viele geile Soundtracks bei Skyward Sword, wirklich, ne, obwohl, ja gut, es gibt einige, die sind nicht so, ich hab ja auch Skyward Sword aber was ich also was ich schade finde an schade dass bei Skyward Sword ist wieder einen anderen Gegner wieder andere ganz andere Gegner gibt und gut es gibt wieder die Octoroks meine Lieblingsfreunde diese schönen Tentakelfischer aber was ich aber geil finde ist die Geschichte um Skyward um den Master Schwert wirklich dass sie das mal richtig schon vertieft haben. Ich habe mir natürlich als Nintendo Old School Junkman die limitierte Version geholt. Die habe ich mir gekriegt bei Amazon bestellt. Dann habe ich sie mir bestellt. Irgendwann Anfang September habe ich sie mir bestellt. Und natürlich für mich 70 Euro ist für mich momentan ein bisschen wenig, ein bisschen viel, weil ich bin ja Schüler, Abiturient und da kriegt man nicht viel vom Staat dazu geschenkt zwischen dem, was man zwischen dem, als was ich arbeite. Und deswegen versuche ich ja jetzt durch diese
hoffe ich mal, dass ich eine Mitte finde, ein bisschen was dazwischen zu bekommen. Also ein bisschen Geld, um euch mich weiter zu präsentieren. Ne? Und wer mich schon mal im Stadion. Ich glaube, einige, die haben mich, werden mich wahrscheinlich im Stadion sehen, im Bremer Stadion. Ich habe jetzt auch. Ich habe ja auch schon Aktionen gebracht mit dem Start mit München. Das war ja richtig geil. Ich war ja nach. Ich war ja am 15. Oktober. Ganz schön, ich kann euch schon ein bisschen von außerhalb des Videos noch erzählen. Also ich war ja am 15. war ich ja im Hertha-Spiel. Das war geil, war schön geil. Und ich krieg schon wieder Lächeln und die Euphorie. Ich habe zwar ein bisschen was dazu geschrieben, aber der größte Teil, der passiert ist, das ist wirklich noch was außerhalb. Und zwar, wir sind ja am also bei der Anfahrt waren wir ja um 4 Uhr unterwegs. Wir haben ja, glaube ich, nur 3 Pausen gemacht. Und immer während der Pause, ne, bei den Kollegen hatten immer ein T-Shirt an, einige. Könnte ich euch an den einen erinnern, der zu mir gesagt hatte, ich werde dich nachher nackt sehen in Südkurve, ist ein super Freund von mir, den habe ich auch kennengelernt, ziemlich spät, den kenne ich jetzt knapp 5 Monate, oder sogar länger, der ist richtig cool, weißt du, und wir reden dann gerade da in der Situation über die Südkurve, so, und ich wollte ja unbedingt, Aufnahmen von der Südkurve. Er hat es mir leider nicht gemacht. Er hatte zwar eine Kamera mit, hat die aber nicht, mir nicht gemacht. So, da müsst ihr euch so vorstellen. So. Wir haben da in dieser Situation darüber geredet, warum ich nackt laufen würde, weil ich hatte an dem Tag hatte ich einen dicken, fetten Pulli an und eine schöne dicke Lederjacke mit einer Mütze. Und immer in der Rastpause, ich weiß nicht warum, ich habe immer einen Pulli ausgezogen. Ne, ich habe nicht den Pulli ausgezogen, Mütze, mein Schal und dann meine Jacke. So, es wurde ja immer wärmer. Und dann sind wir am Viktualienmarkt gegangen. Und da hatten wir morgens um 10 Uhr in etwa, waren wir so um 10 Uhr unterwegs. Da hatten noch keine Läden auf. So, dann saß ich dann mit ihm da. Okay, da saß ich mit ihm am Markt. Dann haben wir, das war lustig, da haben wir gerade über Bier geredet, ne? Und dann kriegen wir von einer netten Wirtsdame, müsst ihr euch vorstellen, Bier umsonst. Das war geil, das war richtig geil. Bier umsonst, wir haben 3 Krüge Bier umsonst, weil einer es bestellt hat und nicht bezahlt hat und nicht wieder da war. Dann haben wir die 3 angenommen. Aus, weißt du, als einfach nur als Geschenk. Da habe ich mir gedacht, ey, ein Geburtstag, ey, ist da nichts dagegen. So, dann saßen wir da. Dann haben wir dann die 3 Bier und dann haben wir wieder 3 weitere bestellt. Wir waren dann noch mit mehreren im Mann da. Ich hab 3 für Kollegen bestellt und dann saßen wir dann da. So, dann kommt die Wirtsdame wieder und hat uns dann einen Kollegen von mir ein Bier wieder geschenkt. Haben, glaube ich, irgendwie nur 5 bezahlt, hatten aber 7 oder 8 getrunken oder 9. War geil, war ein geiler Tag einfach. Dann, könnte ich euch viel mehres erzählen, aber ich sehe gerade eine Uhr. Wir haben nur noch ein paar Minuten, etwa 10 Minuten oder so. Aber ihr seht auch in diesem Part, ich habe den Safe Set wirklich benutzt ab und zu.